Hallihallo, moin! Moin! Wir gehen heute auf Tour, elektrisch wie immer, aber mit einem anderen Gefährt diesmal. Genau. Und auch mit einem anderen Ziel. Ja. Weil, was haben wir heute vor? Wir wollen zur Apfelernte ins alte Land. Ja, und da fahren wir mit unseren E-Bikes einfach mal los. Das sind knapp 40 Kilometer. Ja. Einmal über die Elbe rüber mit der Fähre. Genau. Wir hoffen mal, dass wir die. Es ist jetzt kurz nach 10, also kurz vor 10:30. Wir hoffen, dass wir die Fähre um 12.40 Uhr kriegen. Könnte vielleicht ein bisschen knapp werden. Mal schauen, wir sind schnell unterwegs mit unseren E-Bikes. Wir haben natürlich wieder rumgedaddelt, ist klar. Ja, so sind wir halt. Genau, wir wollen ein bisschen euch mal zeigen, ob das geht, dass man auch ohne Auto mobil sein kann. Und wie gesagt, zur Apfelernte wollen wir heute. Da kommen wir dann später noch zu. Und ich würde mal sagen, wir fahren jetzt erstmal los, damit wir auch pünktlich bei der Fähre ankommen. So machen wir das. Und damit? Moin, moin. Und herzlich willkommen bei Gewaltig Nachhaltig. Was man so braucht fürs Hotel. Wir haben nämlich eine Übernachtung dabei gebucht, weil wir uns keinen Stress machen wollen. Wir fahren nämlich heute ganz gemütlich hin, machen die Apfelernte, übernachten im Hotel und fahren morgen früh einfach wieder zurück. Quasi Kurzurlaub. So, ja, die ersten 11 Kilometer sind geschafft, halbe Stunde haben wir hinter uns. Wir liegen voll im Plan oder wir liegen im Soll, denn wir wollen ja um 12.40 Uhr die Fähre kriegen in Wedel oder Wedel-Schulauer Fährhaus. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Da gibt es zum Beispiel eine Schiffsbegrüßungsanlage, die können wir euch dann gleich mal zeigen. Immer dann, wenn ein großes Schiff kommt, macht's Möp. Ja, das ist eine Attraktion und vielleicht haben wir ja Glück und es kommt ein Schiff. So, jetzt fahren wir aber erstmal weiter und genießen das schöne Wetter. Da wollten wir langfahren. Haben wir das schon an Extra 3 geschickt? Ich weiß auch nicht, warum man hier einen Radweg baut, der in nichts endet. Vielleicht wird er ja irgendwann weitergebaut, aber... Gut, dann drehen wir wieder um. Kein großer Umweg für uns. Okay, das Schild hätte man sehen können. Der Lesen kann es nicht. Richtig, wir haben es nicht gesehen, sind einfach durchgerauscht. Mit dem E-Bike bist du so schnell. Ja, hier ist der Radweg auf der anderen Straßenseite. Hat man so an der Kreuzung nicht wirklich erkennen können, aber jetzt haben wir ihn gefunden. Jetzt geht's weiter Richtung Wedel. Fähre, wir kommen. So, und jetzt? Jetzt essen wir hier ein Fischbrötchen. Und dann? Ich auf die Elbe und dann fahren wir mit der Fähre rüber. Ins alte Land, zu unseren Äpfeln. Geh los. Fischbrötchen. Yeah. Hurra. Oh, wackelt. So, wir sind jetzt auf der Fähre, fahren rüber, über die Elbe, ins alte Land. Hallo altes Land. Fischbrötchen war gut. Ja, Fischbrötchen war lecker. Nicht zu viel Remoulade oder so, sondern eine schöne Mischung mit Salat noch drauf. Sehr gesund. Gewaltig nachhaltig on Tour. Mit Schweröl unterwegs. Oder ist es Biodiesel? Man weiß es nicht. Das ist so ein Schatten. Ja. Verkehrsraudis auch auf der Elbe. Schlimm, schlimm, schlimm. Schön. Da drüben müsste der Hafen sein. So, und? Und? Schon wie Urlaub, ne? Ja, definitiv. 20 Minuten Überfahrt und dann schwingen wir uns wieder aufs Rad. Ja. So, das haben wir geschafft. Es war gar nicht mal so leicht von der Fähre wieder runterzukommen, weil gerade Ebbe ist. Und dadurch war das Wasser so tief, so flach und man musste richtig steil nach oben gehen. War nicht ganz einfach mit den schweren E-Bikes. So, und da geht's jetzt weiter. Hier ist alles vollgeparkt. Hier ist überhaupt kein Platz mehr. Alle kommen sie im Auto. Ne? Wenn der Gehweg zum Parkplatz wird.
So, wir fahren jetzt gleich ein Taxi rein in den Apfelhof. Wo müssen wir hin, Anne? Parzelle Gisela. Moment. Wenn es hier so ein bisschen wackelt, wundert euch nicht. Da steht drauf, wo wir hin müssen. Genau. Gisela, Reihe 7 und Baum 24. So. Ja, wunderbar. Das wird hier angeklebt, ne? Wundert euch nicht, dass es ein bisschen wackelt bei der Aufnahme. Das ist hier noch nicht Elektro. Los geht die wilde Fahrt. Mitten hier durch die Bäume durch. So. Das war's schon. Jetzt gehen wir im Stau. Den Rest zu Fuß. Genau, alle aussteigen. Guck dir das hier an. Vier Satteltaschen, was haben wir uns dabei gedacht? Ja. Der Seite, die sind noch ein bisschen kleiner. Ja, das sind die für nächstes Jahr. Und Mindestabnahmemenge 20 Kilo, die sind garantiert. Aber wenn wir zu viel Äpfel haben, können wir die auch tauschen gegen Apfelsaft. Reihe 7. Aha. Und jetzt suchen wir Baum 24 und dann gehen wir mal los. Ja. Wo sind wir denn jetzt? 19? 20, 21, 22, 23, 24, das ist unserer hier. Der hier? Würde ich sagen. Ich würde sagen der hier, oder? Hier steht doch dran. Hier steht dran. 24. 24. Apfelernte. Das ist er. Tausch. Das sind wir. Wir müssen mal auf die andere Seite. Ja, wir müssen auf die andere Seite. Weil wegen der Sonne. Ja. Kommen wir hier durch. So. So ist besser. Das ist unser Baum. Der ist mal locker 4 Meter hoch, würde ich sagen. Und da hängt gut was dran. So, und wie haben wir es gelernt? Wie machen wir es? Von unten. Von unten der und? Jetzt die unteren Äpfel, weil sonst nämlich die oberen, wenn man dran zieht, oder könnten sie runterfallen und auf die anderen rauf und dann gibt es Druckstellen. Genau. Deswegen soll man von unten anfangen zu ernten. Ja. Wie gesagt, wir haben eine Mindesterntemenge von 20 Kilo. Ich glaube, die werden wir hier locker schaffen. Da gehe ich auch von aus, wenn ich mir das so angucke. Und wir haben so süße kleine Satteltaschen mit, denn wir sind ja mit dem Fahrrad hier. Jo. Mhm. Ja, ach, das wird schon klappen. Ja, ich würde sagen. Ich habe noch zwei Säcke mit. Ich klemme die Kamera jetzt mal hier irgendwo hin. Und dann fangen wir an. Los geht's, sagst du? Ja. Also. Da geht's schon los. Ein Apfel. Äpfel! So, das ist die Ausbeute. Jetzt. Das ist das, was wir geerntet haben. Mach mal auf. Oh ja. Eine Satteltasche hat ordentliches Gewicht, würde ich mal sagen. Noch eine, noch eine, noch eine. Und dann haben wir diesen Sack nochmal. Da kann man noch mal 3-4 reintun. Ja. Und. Baum ist so gut wie leer. Oh, da hängen noch ein paar, die habe ich gar nicht gesehen. Ja. Aber es kriegt halt nicht alle weg. Nee. Oh, gut. Ich denke mal, dass die schon hier noch abgeerntet werden, ne? Ja. Und damit gehen wir jetzt gleich zurück und werden wahrscheinlich ein paar Kilo gegen Apfelsaft eintauschen. Ja. Und dann nehmen wir den Rest mit nach Hause. Mit dem Trägertaxi fahren wir nach Hause. Wenn wir das jetzt hier die. Ich weiß nicht, wie viele Meter wir schleppen müssten. Bestimmt einen Kilometer? Ja. Das wäre schon ein bisschen hart. Nee. Insofern war das eine ganz coole Idee mit dem Trecker, ist auch lustig.
Den Tipp hat uns übrigens der Chef gegeben. Genau, mit dem haben wir gesprochen, mit dem Axel Richtig. Schuback. Richtig. Der hat uns auch erzählt, dass die CO2-Bilanz der deutschen Äpfel, wenn sie gelagert werden, längst nicht so schlecht ist, wie immer behauptet. Im Gegensatz zum neuseeländischen Apfel, der ja nur mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug hier rüber geflogen wird oder geschippert wird. Weil der Apfel erstmal runtergekühlt wird und zwar ziemlich schnell, das heißt mit mehr Energie. Und erst wenn er seine Lagertemperatur erreicht hat, läuft er mit normaler Energie weiter. Also die Kühlung erfolgt dann mit normaler Energie. Und von daher, der neuseeländische Apfel wird genauso quasi schockgefrostet, also nicht schockgefrostet, aber schnell auf Lagertemperatur runtergebracht, wie der deutsche Apfel. Und dann kommt er aufs Schiff und wird dann hier hingefahren. Und das ist halt so der kleine Unterschied. Die meiste Energie bei der Lagerung wird ganz am Anfang verwendet und das egal, ob in Neuseeland oder in Deutschland geerntet wird. Genau. Und warum wird er runtergekühlt? Damit er sich länger hält. Genau, damit er nicht reift. Damit er nicht reift, genau. Ne? Und so kann man dann bis in Juni oder so noch schöne deutsche Äpfel essen. So ist es. Zum Beispiel. Oder neuseeländische, wenn man mag. War eine spannende Sache, was er uns erzählt hat. Genau, war sehr interessant. Spricht definitiv für regionales, dass man regionale Lebensmittel kauft. Nochmal zum Thema Baumpatenschaft. Seit 2003 gibt es die Baumpatenschaft hier auf dem Apfelhof. Das heißt also, man kann einen Baum verschenken, der dann quasi, den kann man das ganze Jahr über begleiten. Man kann ihn auch zwischendurch mal besuchen. Und zu den verschiedenen Jahreszeiten und dann, wenn Erntezeit ist, kriegt man halt Termine, wann die Äpfel erntereif sind. Ja, und dann kann man seinen Baum besuchen und seinen Baum abernten. Und das ist doch eine coole Sache, finde ich. Tolles Geschenk. Nochmal Dank an unsere Freunde. Die haben uns das nämlich ermöglicht oder haben uns das geschenkt. Sieht auch sehr schön aus. Man kriegt ja so eine Urkunde und so. Ja, und jetzt bringen wir das Ganze mal zurück und dann gucken wir mal, was wir damit machen. Genau. Im Hintergrund wird gerade der nächste Baum geplündert. Und wir fahren jetzt mit dem Träger-Taxi, fahren wir wieder zurück. Das machen wir. So sieht das hier aus. So ist so eine große Apfelstraße hier. Die Bäume hier tragen noch ganz viele Früchte. Das sind richtig schöne, dicke, rote Äpfel. Sehen die nicht lecker aus? Und hier sind schon abgeerntete Bäume. Ja, da geht es nächstes Jahr weiter. So. Ja, kann sich unser Strauch Obst im Garten mal eine Scheibe von abschneiden. Was hatten wir? 5 Äpfel dieses Jahr? Ja. 5. So groß. Immerhin. Das hier, ja, Sonne haben wir halt nicht. Und die wissen sicherlich auch, wie sie die richtig beschneiden. Wissen wir auch nicht unbedingt. Schön. Ja, perfekt. So, und da? So, und hier ist die Trägerhaltestelle. So, 35 Kilo Äpfel haben wir geerntet. Davon haben wir 8 Kilo in Apfelsaft eingetauscht. In 6 Flaschen. Die sind hier drin? Ja. So. Apfelsaft. Da haben wir sie. Jawohl. Lecker, lecker. Und hier ist die Äpfel drin. Und ja, die transportieren wir jetzt nach Hause. Jo. Und vorher gehen wir noch was essen. Jetzt gehen wir was essen. Ich habe Hunger. Ja. So ein Apfel ist schnell verdaut. Die Nacht war ruhig. Wir haben gut geschlafen. Und heute geht es zurück in die Heimat. Mit unseren E-Bikes, die wir natürlich auch geladen haben. Wir brauchen keine Ladesäule, wir brauchen einfach nur eine Steckdose. So einfach geht das. Das Ladegerät muss man natürlich mitnehmen, logisch. Jo. Und dann wird es einfach nur reingesteckt in die Steckdose. Zack. Das ist ganz einfach. So. Damit haben wir gestern Abend das eine Fahrrad vollgeladen. Und jetzt noch ein bisschen das andere. Dann haben wir genug Reichweite, um nach Hause zu kommen. Der Vorteil am E-Bike ist natürlich, selbst wenn man keinen Strom mehr hat oder wenn der Akku leer ist, kann man ja trotzdem noch Fahrrad fahren. Natürlich dann ohne Motorunterstützung. Aber es ist halt nicht so wie beim E-Auto, dass man dann die Schildkröte sieht und Panik bekommt und Reichweitenangst hat. Haben wir hier natürlich nicht. Dann wird es halt ein bisschen sportlicher, aber das brauchen wir glaube ich nicht, weil wir wissen, dass wir nur 40 Kilometer vor uns haben und das reicht locker. Und da würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt auf den Weg, weil wir müssen ja auch die Fähre wieder nehmen. Denn wir fahren ja jetzt wieder über die Elbe rüber.
Hier müssen wir jetzt runter. Mit der Apfelfracht runter zur Fähre. Aber das geht wunderbar. Über hier unten sehen wir auch schon ein bisschen mehr Wasser. Das passt schon. Man darf nur die Bremse nicht loslassen. Dann klappt das alles ganz wunderbar. Ist ganz einfach. Einfach nur die Bremse in der Hand halten. Ja. So, gewaltig nachhaltig in Gefahr. Jetzt kommt Anne. Moin. Ja. Mit 5 Litern Apfelsaft und 10 Kilo Äpfeln. Kommt sie elegant geschmeidig die Treppe runter. Jawohl. Siehst du, ist doch gar nicht schwer. Perfekt. Wenn ich erstmal geschwungen bin, dann bin ich im Schwung. Ja, das sieht man. So. Die Fähre, mit der wir gleich losfahren. Zurück. Wieder über die Elbe. Genau. Richtung Heimat. Da hinten. Da ist der Hamburger Hafen. Ganz hinten sieht man ihn. Wenn man ihn sieht. Wenn man ihn denn sieht. Ein traumhafter Blick. Elbluft. Wahnsinn! Sieht das nicht irre aus? Herrlich! Fast wie an der Nordsee hier. Es gibt nur einen Unterschied, der ist welcher? Wer weiß es? Man riecht es. Süßwasser. Die Elbe kommt ja aus dem Riesengebirge Tschechien. Und da kommt natürlich das Süßwasser und dann fließt sie in die Nordsee. An der Nordsee merkt man, ist ein ganz anderes Klima, weil da halt der Salzgehalt in der Luft viel höher ist. Das merkt man ziemlich deutlich, dass man hier im Binnenland ist quasi und nicht an der Küste. Ansonsten sieht es wirklich aus wie Nordseeküste mit Leuchttürmchen und ähnlichem. Türmchen. Aber man schmeckt halt den Unterschied. Der Salzgeschmack in der Luft fehlt. Echo! Die Tour ist zu Ende. Wir sind fast wieder zu Hause. Es waren jetzt insgesamt rund 100 Kilometer, die wir gefahren sind. In einer Ladung haben wir es nicht geschafft. Wir mussten zwischenladen. Mhm. Aber das haben wir nachts im Hotel gemacht. Das war überhaupt kein Problem. Das habt ihr ja schon gesehen. Richtig. Und also man kann es nur weiterempfehlen. Das macht Spaß. Man muss allerdings schon beachten, dass man erstens mit dem E-Bike doch schneller fährt als mit einem normalen Fahrrad. Also zumindest wir. Man hat ja schon 25 Kilometer locker, ohne dass man sich groß anstrengen muss. Bis 25 Kilometer unterstützt der Motor. Genau. Und wie gesagt, mit dem Fahrrad hier im Turbo-Modus, 70 Kilometer sind da schon drin, wenn man vernünftig fährt. Und dann kann man noch in 3 kleinere Modi schalten und dann kommt man bis zu 140 Kilometer weit. Also das ist schon nicht schlecht mit den E-Bikes. Und man kann wirklich an jeder Steckdose nachladen. Dauert natürlich ein bisschen länger als beim Auto. Also mit einer Stunde kommt man da nicht hin. Aber das geht alles. Und die ganze Sache hat sich natürlich auch für uns gelohnt, denn wie wir ja schon gesagt hatten, wir hatten eine Apfelpatenschaft geschenkt bekommen und haben halt jetzt die Ernte eingefahren, sprich insgesamt waren es 35 Kilo Äpfel, davon haben wir ja ein paar Kilo eingetauscht in Apfelsaft. Kann man nur weiterempfehlen, tolles Geschenk. Wie gesagt, verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung und ihr könnt uns natürlich auch gerne mal schreiben, was ihr denn mit diesen Äpfeln machen würdet. Apfelsaft, Apfelmarmelade, Apfelkuchen, Apfelmus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch gerne einen Daumen da. Mit Handschuhen. Und ich glaube, wir fahren jetzt mal nach Hause, oder? Genau. Prima. Die 2 Kilometer schaffen wir auch noch und dann essen wir jetzt mal ein Stück Kuchen. Vielleicht Apfelkuchen. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.